Ja. Guten Morgen, Shalom Aleichem allerseits. Wir beginnen heute mit Gottes Hilfe eine Reihe, eine Serie von einem Gedanken von der Bibel, von Torah über eine Frau. Wie wichtig ist die Frau? Mit was die Frauen sind Besonderes? Und ich werde heute beginnen mit einem Pasuk in Sprüche, Kapitel 14 von König Shlomo. Ich lese: Chachmot Nashim Banta Beita Veivelet Beyada Tersenu. Übersetzung: Ein kluges Weib baut ihr Haus, aber die Torheit reißt es mit eigenen Händen nieder. Also König Shlomo sagt, in einfache Wörter, eine Frau baut und eine Frau niederreißt und zerstört. Und alles liegt an der Frau. Und der Talmud gibt uns ein Beispiel, dass es war einmal ein Chassid und ein Chassida. Ein Frommer und eine Fromme. Die beiden waren zusammen, aber es hat nicht geklappt mit Kindern. Die haben sich entschieden, jeder soll nehmen einen anderen Partner. Der Chassid hat geheiratet mit einer Resha'a, mit einer bösen Frau. Und die Chassida, die fromme Frau, hat geheiratet einen bösen Mann. Nach ein paar Jahren ist etwas passiert. Der Chassid, der Fromme, der hat geheiratet eine böse Frau, ist er geworden böse. Und die fromme Frau, die hat geheiratet einen bösen Mann, der ist geworden fromm. Was lernen wir davon? Dass alles liegt an die Frau. Eine Frau baut und eine Frau zerstört. Und wir werden das heute erzählen, auch von unserem Wochenabschnitt. Chochmat Nashim Bainta Beita, eine kluge Frau baut ihr Haus, sagen unsere Weisen, das ist die Frau von On Ben Pelet. On Ben Pelet war eine von der Opposition, Partei gegen Moses. Und es waren 250 Leute, die haben gestritten gegen Moses. Und er war einer von den Politikern. Ein Tag kommt er nach Hause und sie wissen, wenn Männer sind Feuer und Flamme. Er kämpft, er schreit. Sagt seine Frau, sein Edel, sag mal, On, was hast du davon? Was hast du davon, wenn du reinkommst in diese Politik? Was gewinnst du davon? Was ist dein Gewinn, wenn du gehst rein in diese Politik? Sagt er, ich gewinne gar nicht. Sagt er, wenn du nichts gewinnst, dann wozu machst du Politik? Ja, aber ich habe die Freunde versprochen, dass ich komme mit heute. Sagt sie mir, die Freunde, ich kümmere mich. Komm, ess was. Sie hat ihm gegeben Wein. Sie hat ihn betrunken. Sie hat ihn schlafen gelassen. Und wenn die Leute sind gekommen, ihr Mann schläft, geht sie raus nach außen, vom Bett mit ihrer Pyjama und mit den Haaren so unbescheiden. Und die sind fromme Leute. Sie machen so mit der Hand, oi, 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 darf man nicht gucken. Und sie wollten nicht reingehen. Und sie wollten nicht reingehen zum Zelt von On Ben Pelet. Und abends fragt On Ben Pelet nur, die Leute waren da. Sagt sie, ja, aber ich habe sie weggelassen. Und alle sind umgekommen, die Erde hat sich geöffnet, so wie ein totes Meer. Alle sind runtergefallen und er ist geblieben am Leben wegen seiner Frau. Warum? Weil sie hat mit ihm nicht gestritten und gesagt, ey, du gehst nicht. Nee, weil in dem Moment, wo eine Frau redet mit ihrem Mann nicht in seine weichen Punkte, das ist wie Kindergartenprogramm. Jeder mit seinem Ego. Und eine kluge Frau muss wissen, wo ist die kleine Chipkarte, wo ist die kleine Punktalach, wo man kann der Mann seinen Kopf ein bisschen zu drehen. Interessant.
Korach war klug, reich, alles. Und was hat er gegen Moshe? Seine Frau hat ihm geflammert. Die Frau hat ihn zum Gären gebracht. Eine Frau kann ihren Mann ganz schnell zum Gären bringen. Siehst du, und du hast keine Position, und er ist der Oberpriester, und er ist der Präsident, und was bist du? Niemand. Wenn eine Frau sagt ihrem Mann, du bist niemand, das ist die größte Beleidigung. Und deshalb will er Politik machen und kämpfen. Da sehen wir zwei Beispiele, wie eine kluge Frau wie On Ben Peles hat ihren Mann gerettet und wie eine Frau wie die Frau von Korach hat ihren Mann in Grube gebracht. Jetzt, was ist eine Frau? Ich erzähle euch ein paar Sachen, wo ihr wisst über Frauen, aber es ist gut, sie immer zu betonen. Eine Frau, wenn ein Junge oder ein Mädchen sind geboren unreif vor der Zeit, weißt ihr, das nennt man Pag, Frühgeburt. Frühgeburt, die meisten Mädelach bleiben und die meisten Jüngerlach bleiben nicht. Also die Mädchen als Frühgeburt bleiben. Warum bleiben die Mädelach als Frühgeburt in die meisten Prozenten? Weil sie haben ein Impfungssystem, sie haben eine eigene weibliche Stärke, die später auch zum Nachteil wird manchmal am Leben, wo ihr Immunsystem ist doppelt dominant. Manchmal am Leben ist nicht nötig, aber im Großen und Ganzen sieht man, dass wenn Mädelach sind, Frühgeburt, die existieren, die bleiben. Was passiert später? Frauen sind selten farbenblind, selten. Warum? Weil es gibt Regeln nach der jüdischen Tradition, wo eine Frau muss wissen, ob das ist grün oder rot. In dem Moment, wo sie weiß nicht den Unterschied zwischen weiß, schwarz, grün, rot, gelb, braun, dann kann sie nicht eine Frau sein. Gott hat sie gemacht, ein Geschenk. Sie ist nicht farbenblind. Nicht nur, dass Frauen sind nicht farbenblind, Frauen sind überhaupt nicht blind. Frauen merken alles. Eine Frau kann kommen nach Hause mit neuen Ohrringen, mit neuen Schuhen und der Mann sieht das nicht. Er sieht nicht die Einzelheiten. Eine Frau, wo eine hat schon etwas im Kühlschrank von dieser Station zu dieser Station bewegt, sie sieht, jemand war schon da, weil Frauen achten auf Aufmerksamkeit. Es gibt selten eine Frau, die stottert. Männer gibt es sehr viel. Mein Sohn, der Kleine, geht zu Sprachtherapeuten, Logoped. Ich habe gesprochen mit dem Logoped. Er hat gesagt, mehr als 90% seiner Patienten sind Jungs. Er hat selten ein Mädel. Wieso? Weil Gott will, dass die Mutter durch ihre Gabe, durch ihre Kraft, soll beibringen, die Kinder zu sprechen. Hätten sie gelernt zu sprechen von dem Papa, waren sie alle stumm. Der Papa redet doch nicht. Habt ihr gehört, ein Papa, der redet? Und weil der Papa redet nicht oder redet wenig und gerade zu Hause, sehr oft der Papa zu Hause ist wütend. Warum? Weil in seinem Arbeitsplatz ist er Moshe Groß. Er ist der größte Knacker. Wenn er kommt nach Hause, wer ist die Chefin? Die Frau. Sie macht die Sachen und deshalb, anstatt soll er werden ein Mensch und zu Hause helfen, er beginnt sich zu benehmen wie ein Kind. Das schmeckt nicht und das gibt's nicht. Warum macht er das? Weil er hat nicht bekommen eine Aufmerksamkeit zu Hause. Was noch? Interessant. Eine Frau ist gekommen zum Rebbe und hat gesagt, Rabbi, ich kann nicht mehr mit meinem Mann leben. Ist vorbei. Ich will trennen lassen. Sagt der Rabbi, warum? Sagt sie, er ist nicht Mensch, der ist ein Egoist. Und sie hat noch eine Reihe von seriösen Fehler und Argumenten genannt. Aber weißt du, Rabbi,
Ich habe 3 Kinder. Es ist mir schade für die Kinder. Schade, die Kinder werden leiden. Sag der Rabbi, weißt du was? Sowieso musst du noch weiter mit dem Mann kommunizieren wegen der Kinder. Und es ist kein großer Unterschied, ob er kommuniziert jetzt mit den Kindern oder er kommuniziert später mit den Kindern. Aber ich gebe dir einen Tipp. 3 Sachen. Wenn du die 3 Sachen tust, ich verspreche dir, dass in 10 Tagen siehst du Änderung. Nur 3 Sachen. Sagt sie was? Sagt er, die erste Sache, was du sollst machen, du sollst dem loben, Ehre geben. Sagt sie, für was soll ich ihm Ehre geben? Was hat er gemacht? Sagt er, er geht arbeiten, er tauscht manchmal die Birne, er geht manchmal einkaufen. Wenn er hat das gemacht, sag ihm, schön, super, danke, lob ihm. Er braucht diesen Futter wie ein Kind. Er braucht ein Lob ohne Ende. Zweite Sache, stell ihm immer eine Frage, was du machen sollst. Sage, mein Mann, soll ich jetzt zum Schabbat machen Fleisch oder Hähnchen? Und er wird sagen, es ist mir egal, mach was du willst. Aber es ist ihm nicht egal. Du hast ihm eine Frage gestellt. Du hast ihn involviert in dem Gefühl, dass er ist ein Teil von dem Stub. Sag ihm, ich will die Kinder jetzt Schuhe kaufen. Soll ich kaufen eine Maß größer, damit soll er haben für nächste Saison? Oder soll ich kaufen jetzt Nummer für jetzt? Und der Mann wird sagen, etwas in die Mitte. Halbe Nummer. Sagt die Frau, ja, das habe ich mir auch gedacht. Wenn hat sie auch gedacht, warum fragt sie ihn? Damit soll der Mann soll sein ein Teil von dem Stub. Und die dritte Sache, sag ihm kein Kritik. Frauen haben Neigung, dadurch, die sind mit der Welt sehr nah verbunden, die verbrennen die Welt mit ihren Augen und mit ihrer Kritik und die dulden sehr wenig Fehler. Und sie verbrennen manchmal die Männer mit ihrem Perfektion und ihrem Wahrheit und ihrem Genauigkeit und ihrem weltlichen hundertprozentige Dasein. Okay, der Mann in seinem Beruf kann er sehr gut sein und dort darf niemand einrühren in seinen Schreibtisch, weil das ist seine Arbeit. Zu Hause vergisst er manchmal seine Jacke auf dem Hänger und er legt das auf den Stuhl. Und das ärgert sie, als ob sie sieht nicht, dass er ist nach Hause gekommen. Was interessiert sie? Nur eins. Wieso die neue Hänger ist auf dem Stuhl im Wohnzimmer? Seit wann haben wir im Wohnzimmer ein Garderobe? Sonst interessiert sie nicht. Und er denkt, Mensch, ich war den ganzen Tag am Arbeit. Ich renne, ich mache, ich tue. Nur die Jacke ist interessant jetzt oder die Schuhe? Jein. Für sie ja und für ihn nicht. Sagt der Rabbi, weißt du was? 10 Tage nur die 3 Sachen machen. Kompliment, Lob, Fragen stellen vor dem, dass du machen willst. Auch wenn du weißt, dem Antwort, auch wenn du machst sowieso, was du willst. Aber gib ihm die Ehre. Und drittens, kein Kritik. Gut. Nach 10 Tagen, sie ist gekommen zum Rabbi. Sagt der Rabbi, nun, wie war die Experiment, sagt sie, in die ersten 3-4 Tage, mein Mann hat gedacht, dass ich bin gefallen vom Mond. Etwas hat nicht gestimmt zu Hause. Später, es hat ihm gefallen, mein neuer Weg. Und er ist gekommen in meine Frequenz. Aber bei 7., 8. Tag bin ich gekommen zurück zu meinen alten Gewohnheiten. Ich habe aufgehört, Komplimente zu sagen. Ich habe nicht mehr Fragen gestellt und gemacht alleine. Und ich habe ihm sogar gesagt, warum macht er die Sachen falsch? Und in dem Moment, wo ich bin geworden, so wie früher, er ist auch geworden, so wie früher. Aber eins habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass es liegt an mir. Es liegt meistens an mir. Kommt König Schlomo und er sagt, wissen Sie,
Ich habe sehr viele Erfahrungen gehabt am Leben. Aber wenn Gott schuf die Welt, hat er immer gestiegen. Er hat gemacht Bäume am Dienstag. Er hat gestiegen Sonne, Mond und Sterne am Mittwoch. Er hat gestiegen am Freitag Löwe. Danach Adam, der erste Mann. Nachdem wo die ganze Welt hat schon gestiegen, wer ist ganz oben auf die Pyramide von Gott? Was hat er geschafft zum Schluss? Die Frau. Warum? Weil zwischen Gott und dieser Welt, wer steht? Die Frau. Ohne Frau kommt kein Adam. Kein Welt. Das heißt, man sieht in die Tora, das ist eine Diskussion zwischen Theorie und Praktikum. Adam sagt, der Mann sagt, ich bin der Größte. Beweis, Gott schuf mir zuerst, vor dir, Männer vorher. Sie sagen Ladies first, aber sie wollen zuerst sein. Sie wollen am Auto fahren. Die sind unbequem, wenn die Frau fährt. Die sind unruhig, die schlafen nicht ruhig. Sie wollen der Präsent sein. Aber in Realität, die letzte Sache, was schuf Gott, war die Frau. Und in dem Moment, wo die Frau ist das Wichtigste, lesen wir noch einmal. Ein kluges Weib baut ihr Haus, aber die Torheit reißt es mit eigenen Händen nieder. Das heißt, es liegt die Weisheit an die Frau. Ich rede jetzt alles, wenn der Mann ist noch normal und es gibt was zu retten. Manchmal der Mann ist außer Betrieb und unkonventionell und man kann nichts machen, er bedroht das Leben oder total daneben. Ich rede jetzt aber im Groß und Ganz. Im Groß und Ganz, die Entscheidung zu Hause in einem jüdischen Stub, wer soll geben der Ton, ist die Frau. Der Mann ist der Dirigent, aber die Frau macht die Komposition. Die Frau schreibt die Noten. Die Frau ist diejenige, die entscheidet wirklich, wie die Sache wird umgesetzt. Der Mann lädt an die Gäste, aber die Frau, sie ist diejenige, die Gäste empfängt. Sie ist diejenige, die entscheidet wirklich, was sein soll. Und Gott hat gegeben die Frauen eine große Begabung. Diese Begabung heißt Erkenntnis durch die Augen. Frauen brauchen nicht viel zu reden. Eine Frau sieht Sachen, was der Mann sieht nicht. Manchmal kommt zu dem Mann ein Geschäftsmann und er sagt ihm, komm, gibt's jetzt ein super Geschäft von Diamanten in Liberia. Sagt die Frau, nachdem der Mann geht, der Mann gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht? Der hat so eine schöne Krawatte. Sein Geschäftsmann, die haben noch eine Firma. Die Firma heißt HHDC. Und sie haben so schöne Papiere und Logo. Sagt die Frau, gefällt mir nicht. Nach einer gewissen Zeit fällt der Mann in ein Loch mit den Banditen. Und die Frau, anstatt zu sagen, ich hab dich gesagt, sie hat gesagt, schade, du konntest vermeiden, diesen Schmerz. Warum hat er nicht gehört, seine Frau, von ersten Moment? Weil er war nicht wach zu hören, ihre göttlichen, intuitive Stärke, die viel größer sind als der Mann. Ich werde schließen mit einer Geschichte. Es war einmal zwei Rabbis, zwei große Tora-Gelehrte, die haben gesessen miteinander und gelernt Tora. Plötzlich haben sie gelandet auf ein schweres Stickel, auf ein schweres Kapitel. Sie versuchen zu verstehen, sie versuchen zu diskutieren, die kommen nicht weiter. Versuchen noch einmal, kommen nicht weiter. Blockiert, die verstehen nicht, was tut sich. Sagt einer dem anderen, weißt du, wenn etwas geht nicht am Leben, muss man was anderes machen. Komm, wir gehen jetzt beten. Und nach dem Gebet, vielleicht Gott wird unsere Kopf öffnen. Gut. Die beiden stehen und beten.
Interessant, beim Ende vom Gebet, vor dem, dass man macht drei Schritte zurück bei Yosef Shalom, gibt es eine Lücke, wo unsere Weisen haben gegeben, jedem Mensch Möglichkeit zuzufügen, alle seine persönlichen Bitte. Normalerweise die Gebet ist schon strukturiert, gebaut, genau nach Reihenfolge. Aber wenn ein Mensch will, noch etwas beten heute, noch etwas persönlich, er will einen schönen Anzug. Er will, dass die Frisur von seiner Frau soll gelungen sein. Weiß ich nicht, er will etwas außer Ausnahme. Er will, soll sein Kind erfolgreich sein in die Prüfung heute. Dann gibt man ihm so eine Klammer. Dort kann man leise alle persönlichen Wünsche zufügen. Ein Mensch kann dort vor dem Oseh Shalom eigene Gebete, sonst darf man nicht beten für sich. Man darf alles beten für alle. Alle müssen gesund sein, alle müssen klug sein, alle müssen gelöst sein, alle müssen verzeiht sein, weil ein Mensch darf nicht beten nur für sich alleine. Aber in Klammer kann ein Mensch zum Schluss beten. Und da wollte jeder hören, was der andere betet. Und andere sagt so leise, lieber Gott, mach bitte meinen Kopf offen, mein Kopf ist zu. Mach meinen Kopf offen, offen, dass ich verstehe deine Tora. Gut. Und dann hört er, was der andere betet. Er sagt, lieber Gott, mach bitte, das soll mein Herz lieben. Soll mein Herz lieben die Tora, soll mein Herz lieben die Tora ohne Ende. Gut. Der hat gebetet, er will einen guten Kopf für die Tora. Und der hat gebetet, er will ein gutes Herz und Liebe zu die Tora. Nach dem Gebet, beide sitzen und kommen zum Stelle. Sie beginnen zu lernen. Der hat gebetet, dass er will die Tora verstehen. Seine Gebet ist nicht erfüllt. Hat er nicht verstanden. Und der hat gebetet, dass er will die Tora lieben. Dass er will ein Herz für Tora. Der hat verstanden. Es hat ihm angeleuchtet wie Blitz. Sagt einer dem anderen, sag mal, wieso hast du gebetet, dass du willst die Tora lieben, wo du willst die Tora doch verstehen. Sagt er, ich erkläre dir. Sie wissen, manchmal Mama, Mutter, gibt ihr Kind zum Babysitter, zu Kindermädchen. Und der Kind schreit, denkt die Kindermädchen, er will essen. Sie gibt ihm Essen, der schreit noch mehr. Die Kindermädchen versucht ihm zu duschen, schreit er weiter. Sie versucht ihm zu schaukeln, so ein paar Stunden schreit er. Plötzlich kommt die Mama und die Kindermädchen sagt heute, dein Kind schreit die ganze Zeit. Und die Mama nimmt ihn auf der Hand und er schreit nicht. Anes, a Wunder. Warum schreit er nicht? Wissen Sie warum? Weil wenn man dem anderen liebt, versteht man, was er will. Wenn ein Mensch liebt dem anderen, er versteht ganz genau, was er will. Er versteht ihn. Und deshalb will ich die Tora lieben, um zu verstehen, was die Tora will. Gott hat gegeben ein teurer Diamant in diese Welt. Und dieser Diamant heißt Frauen. Frauen haben Möglichkeit zu lieben. Wenn man liebt, kann man verstehen, was der andere will. Man kann verstehen, was der andere geht nicht. Und Sie wissen, auch in Medizin und auch in jeder Institution gibt es männliche Seite und weibliche Seite. Die männliche Seite im Krankenhaus ist konventionell. Schneiden, operieren, Chirurgie. Aber es gibt noch einen Teil. Krankenschwester. Und Sie wissen in der Geschichte, wie oft Menschen sind heilsam und glücklich geworden von treuevoller alternative Medizin, von Liebe, von einer Krankenschwester, die geduldig dich zu hören und dich eine Antwort geben für das, was dir wirklich schmerzt. Weil wenn es kommt ein Doktor, sagt der Doktor, ja, haben Sie Schmerzen? Ich gebe Sie Schmerzentabletten. Aber im Endeffekt, manchmal schmerzt woanders. Und deshalb braucht man auch diese Seite von Liebe, um zu verstehen. Deshalb
Sagt König Schlomo, eine kluge Frau baut ihr Haus, weil sie weiß immer, wo sind die Pitschewkes. Aber eine Torheit, das Gegenteil von kluge, sie macht ihr Haus kaputt. Und deshalb, die Frauen haben große Verantwortung. Und jetzt gebe ich euch dafür einen Beweis. Sie wissen, wenn eine Junge beginnt, Verantwortung zu übernehmen, mit wie alt ist er? 13. Erst mit 13 Jahren glaubt man, er kann Verantwortung übernehmen. Aber Frauen? Mit wie viel? 12. Opa? Verstehe ich nicht. Der ist 13, er kann erst jetzt Verantwortung zu übernehmen. Sie schon mit 12. Weil eine Mädel, ich weiß auch bei mir, ein Mädel von, hat eine Verantwortung von ihrer Mama weiter zu machen, weiter verantwortlich zu sein. Und deshalb die Tora gibt die Mädelach Vorzug, Bevorzug, dass sie werden Bat Mitzwa mit 12. Weil Verantwortung übernehmen bedeutet, sich erwachsen zu sein. Und erwachsen zeigt auf eine reife Seele. Ich danke euch für das Zuhören. Mit Gottes Hilfe nächstes Mal in einem Monat, mit Gottes Hilfe in dieser Serie, lernen wir beim nächsten Mal nach euren Wünschen über Schabbeskerzen von Frauen. Warum gerade die Frau ist diejenige, die zu Hause die Kerzen zündet? Was sind die Wärme von den Kerzen? Was ist diese Licht von den Kerzen? Was ist ihre Aufgabe, das Haus zu beleuchten? Was ist ihre Aufgabe am Schabbat, mehr Licht und Warmkeit und Gefühl von zu Hause schenken? Jedem Kind, wenn er will Geborgenheit nach Hause haben, hat er Erinnerungen vom Geruch, wo es hat gerochen Kuchen und Kekse und Töpfe und Brot. Und es gibt wenig Kinder, die haben von zu Hause Geruch vom Papa. Selten, wenn der Papa war, lieber hat die Kinder umgearmt. Und es gibt Kinder, sie sagen, die Hände von meinem Vater waren sehr warm. Also wenn der Papa war noch klug und er hat noch seine Kinder gegeben, der Hand, gibt es Kinder, sie sagen, ich höre sehr oft auch im Friedhof, mein Papa hat solche warme Hände. Immer wenn er hat mich die Hände, also vom Papa hat man so vielleicht physische Erinnerungen, aber von Mama hat man so Erinnerungen von Wärme, vom Zuhause, vom Kochen, vom Backen, vom Sitzen. Und wie hat meine Mutter immer gesagt? Diät bitte bei euch zu Hause. Bei mir sollt ihr essen. Diät bei euch zu Hause. Dankeschön für eure Kommen. Das ist so viel. Wenn jemand will was fragen oder bemerken, bitteschön. Sehr gerne. Das war sehr interessant und sehr schön.